alte Freunde, Nachbarn, Kollegen, Bekannte und natürlich ja, YouTuber da draußen. Ja, willkommen zurück zu Neverwinter. Jetzt mittlerweile im Part Nummer 4 im normalen, im fünften, Abenteuer. bei mit der Pilotfolge, genau. Und hier seht ihr gerade einen Bekloppten rumhüpfen und einer schwindet gerade mit Speed wie im Ferrari hier rum. Und wir sind jetzt hier im Turmviertel endlich angelangt, wo wir halt in der letzten Folge aufgehört haben. Ja, und ich bin natürlich heute wieder nicht allein und habe natürlich den Marathonläufer Dave Hammer Forst mit Hallo. dabei und natürlich den, ja, Rollatorgänger Kim Hammer Forst. Nein, ich bin Hürdenläufer, weißt du doch. Ja, Guten Hallöchen Tag, auch an moin dich, ne? Leute. So, dazu muss ich mal ganz kurz was sagen, weil ich mache jetzt hier mal mein Inventar auf. Hier sind Gegenstände drin, die ich beim letzten Mal noch nicht hatte. Das liegt daran, wir haben einen netten Amerikaner getroffen, der sich übel darüber gefreut hat, dass wir alle drei den gleichen Nachnamen haben. Fand er irgendwie lustig. Ja. Und der nette Herr heißt Hammer Joe Nibs. Hello, Hammer Joe Yo. Nibs. I know you had subscribed us now, so hey. Yeah. Thank a lot for you from you for the special items. So, jetzt können wir wieder Deutsch reden. Das haben wir uns bei ihm bedankt. Ich habe ihm gesagt, dass er erwähnt wird. Ja. So, genau. Und habe ich noch irgendwas, was ich anlegen kann? Ja, Dave hat sich noch nicht bedankt. Ey, komm, Dave, mach. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, thanks for the items. Ja, geht Da hat man doch. gehört, dass du Bravo, Deutscher was bist. stellst Oh! du? So, nehmen wir doch mal hier die Zwergenquest an. Ein Der Tag gute als Name wird es Wächter. schwer zu haben. Du wirst Ein sicherlich Tag als nicht Wächter, wo jeden hast du denn die Gefahren Quest mit denn Neverwinter her? derzeit Das haben wir gegenübersehen. nicht. Damit sich die Ach, Quest ne. Krieger. Ach Okay. so. Genug Leute Ist haben. wahrscheinlich nur für mich, weil ich, Wir haben Söldner und Ja. Abenteurer wie euch in Dienst Ich. genommen, aber Weil ich es ein harter reicht Kerl einfach bin, hinten Alter. vorne nicht. Ja. Kerl, vor allem Ja. als weiblicher Nur so Char. wird man der Neverwinter-Wache überlassen können. So. Um es kurz zu machen, Hallo, der Feldwebel Creed. Vielfalt So, macht sich diesem Probleme Bereich. im Turmviertel Ihr abgeschlossen. kommt als Ja. Hilfe? Gut, die Neverwinter-Wache kann jede Hilfe gebrauchen. Ein Tag als Einer Wächter. der Anwerber hat euch zu mir geschickt? Wachen Nun, jede retten. Hilfe ist gut. Nur Kein Bock Lest drauf. euch nicht genug mit? Richtig. Wochen retten. Unserer Fünf Patrouillen sind gefangene im Wachen. Orkinweg Zum verschwunden. A beim Anstieg Vermutlich zum Hey, ich will Orkin. mitfoltern, ich Vierfall-Orks. will mitfoltern. Die Folter werden. Vierfall-Orks sind Oh. für ihre Wildheit und Grausamkeit bekannt. Gehen wir doch mal in die Aber Taverne, es mal gibt gucken, was Gerüchte, da dass schön einige ist. unserer Hallo. Sol Stimmt, da gab's ja noch eine Quest. Deine. Genau, wir dürfen Bier servieren. Hallo, Richtig, bei der Badane. Tr Richtig, die Letzter Zeit Truller hatten wir von viele Träume. Habt ihr Aushilfsbedienung. einen Moment Zeit? So, lest es euch durch, ist nicht so extrem Genau, die 100% könnt spannend. jetzt erstmal einen auf dem Neverwinter Zettel Abend ist gedrückt. gekommen. Die So, und Taverne ich ist muss Bier voll, ich kann die verteilen, Getränke ne? nicht Ja, selbst hi, hier. Ja, richtig. So, noch ein Bier? Na, auf jeden Fall. Hier So, herrscht er. erstmal Bier aufnehmen und dann. Ach so. Zwei von fünf habe ich. Willst du Da ist noch Bier? einer. Willst du Bier? Willst du Bier? Ne, die Nö. Typen mit dem Teil über dem Kopf. Noch ein Bier! Yeah! Alter, nimm mir doch nicht die ganzen Leute ab. Hau ab. Nein, wie kommt er nicht hoch? David kriegt beide. Nein! Hier noch ein Bier! Nein, verdammt! Oh, verdammt, ey. Ich wollte Oh, auch ein ey, Bier man kann die Flaschen abgeben. wegtreten, seit wann geht das? Was wünscht ihr? Seit dem Danke letzten Update. für die Hilfe. Vor allem seit dem letzten, Niemand alles hat seit dem euch letzten Probleme Update. bereitet, oder? Guck mal hier. Warte. Manchmal kann es Da, auch Flasche. eher rau zu Hallo! gehen. Wobei, die Getränkelieferer sind So, normalerweise Quest pflichtig. abgeschlossen. So, ich muss nochmal hier kurz ein paar Sachen verkaufen. Ah, So. den Gürtel kann ich verkaufen. Die Schiechen kann ich verkaufen. Den Schild kann ich verkaufen. Das Schwert kann ich verkaufen. Und ich verpiss mich wieder hier. Verpisch dich. Ja. Dann verpisch dich, Alter. Dich will eh Ja. keiner. Ja. So. Escape. Abmelden. Was? Ich dachte, das wusstest du. Wieso seid ihr? Ich Ihr seid doch nur weiß. durch die Tür gegangen, oder? Ja. Ihr Ja, seid 900 klar. Meter entfernt. Weißt du, wo wir jetzt hinken? Nein. Wir waren gerade noch kurz im Abgrund, ne, Dave? Ja. Ja, So, dann sicher. gehen wir doch mal nach da oben hoch. Och, neu sind Richtig. Gegner Oh! gespawnt. Ich hab grad, bin irgendwie gegen meine Maus gekommen, als ich mein Handy zur Seite packen wollte und dann, keine Ahnung, was das gerade war. Björn kommt immer zu spät, ey. Ich hab mal, was hab ich gefunden? Einen angeknackten Kupferkrug. Was? Oh! Ochs! Ochs! Ah. Ochs! Dave hat gepult. Nein, das war ich. Ach, Mann.
Dave kann sowas da, nicht. Hör mal, sag doch, dass ich Spaß haben will, dann komme ich vorbei. Boah, du bist auch. Dafür ist David da, der hat ja schon ein paar 3 eingeblasen. Ja. Ich kann halt von euch nie genug kriegen, ne? Ein bisschen pädophil klang das gerade schon, Sascha. Scheiße. Ja, wir müssen halt hier warten. Da, bis wollen wir den Ogre da töten, der ist Stufe 10? Ja, mach mal. Achtung hier. David. Kommt hier? Was denn? Ich will den Ogre töten, komm mit. Ja, komm her, ja. Erst den hier. Was für ein. Wen du bist? Sender. Hier. Bestingzähmer. Ach so. Attacke! Oh, das ging schnell. Der war auch übel anspruchsvoll. Ja. Ich hab fast 500 Schaden gemacht. Aber wir müssen sowieso 25 Orks umbringen. Also oh, hallo Folterer! Uhuhu. Du darfst mich eben heilen, David, bevor wir auf den Orca gehen. Ja, dann lauf die weg. Boah, das war knapp. Einmal blocken, ne? Oh, Heiltränke. Ernsthaft? Der klaut uns die Kiste da, Arsch? Was denn, ja. Alter, welches Level ist denn der? Untersuchen. Level 60. Was hat der denn hier zu suchen? Ich glaube, der hat die gleiche Idee, wie einfach durch den Mantelturm durchzurennen. Ja, richtig. Oder er macht die Epic-Quest vom Mantelturm. Guck ich hab mal grade hier. Irgendwie Quest-Fortschritt fürs Nichtstun bekommen. Ja. Und ich brauche hier mal so ein paar Typen, die ich wieder beleben kann. Oder befreien kann. Wie geil das aussah! Kommt er so voll begeistert auf mich zugerannt. Pöng! Mhm. Das war unser. Ja. Das habt ihr schon wieder zum Platzen gebracht. Ja. Das ist immer lustig. Ich habe einen behandelten Ring bekommen. Oh. Mal 2 befreit und jetzt müssen wir noch 3 Stück. La la la. Da ist einer. Sauber, Sascha. Ja, ich kann es halt, ne? Geht das schon wieder los? David, hier mich mal bitte. Für wen auch immer das ist. Den Fintrix erschrocken. So, einen müssen wir noch retten, Leute. Ah ne, war für David. Der hat Bedarf gewählt. Ja. Also den einen habe ich tot, ne? Der andere ist auch tot. Hey, hier ist ein Arcana-Paket. Geil. Und Stiefel. Okay, abgeschlossen. Das ist ein Naturpaket, Sascha. Ja, habe ich gesichtet. Ich identifiziere dabei immer die Stiefel, die ich hier gerade bekommen habe. Ab Stufe 10. Oh. Okay, töten wir die Gruppe hier auch noch, oder? Okay. Mach dir mal, ich guck gerade hier. Gut. Wo seid ihr denn da? Alter, ist er weggeflogen. Hier wirst du auch noch befreit, obwohl wir dich nicht mehr brauchen. Ja. Lass laufen. Sascha, ja? Warte mal. Ich hab ja, was hier. Für dich. Warte. Du hast was für mich?
Und hier ist was für David. Dann komm her. Nein, nein, also. Ich meine, das ist ein Religionspaket. Also. Oh, Klinge. Das ist ja wunderbar. Mit da mal gucke ich, ob David, ich auch hier. Eine. Ja. Bei mir. Die ist sogar empfohlen worden, David. Ja, du kannst ja später mit Tab wechseln, dann. Ja, weiß ich. Vom Fernkampf in den Nahkampf. Richtig. Bumm. Leute, was macht ihr da oben? Wir haben Langeweile. Das merke ich. Lasst mich nicht an dem Spaß teilhaben. Nö. Seid ihr aber gemein zu mir. Hey, du bist ja auch die Schnecke von uns. Du darfst nichts anrühren. Ernsthaft, Sascha? Nein. Ach, da war ja noch einer. Ja. Der hat überhaupt nicht mitbekommen, dass seine Freunde gestorben sind. Ja. Ja, der war halt ein bisschen taub auf die linken Ohren, ne? Aber nur auf dem linken. Ja. Dankeschön. Und so, Beastmaster auf Heal. So, wollen wir den Leuten mal eine ziemlich lustige Sache zeigen? Was denn? Kommt mal mit. Ich will jetzt nicht sterben. Nö, man stirbt dabei nicht. Nein. Das wollte ich schon immer mal machen. Einfach mal ins Feuer hüpfen. Ja, ich auch. Aua. David, willst du uns nicht heilen? Wieso bin ich Level 10 und ihr nicht? Ich bin kurz vor Level 10. Also ich auch. Hallo, bringt mich hier raus, bitte. Danke, Erzmeister Rickwin. Aber da müssen wir später auch noch hin. Wirklich? Ja. Ich auch nicht. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Endleveling zu tun. Das war irgendwie, aber ich mag das irgendwie trotzdem da rein zu. Ja. So, ich rede mal eben kurz mit Creed, ne? Ja. Vielen Dank. So, ihr habt diese Wachen vor einem Schicksal. Wachen retten. Folter beenden. Lest es euch durch, das ist jetzt nicht so viel. So, Level 10. Und Folter beenden. Und zerstörte Barrikaden. Klassenquest. Eure nächste Aufgabe wird weniger. Oh, jetzt haben wir verlorene Nachricht. Aber was ich euch noch zeigen wollte, wenn das jetzt geht, die zwei Jungs haben die Quest ja jetzt nicht angenommen, sage ich jetzt mal, ja. Dann kann man über J die Quest auswählen und dann auf Teilen gehen. Und da steht jetzt unten links im Chat, die beiden haben die Nachricht schon. Ansonsten hätte ich die Quest mit denen teilen können. Dann hätten sie nicht extra mit denen dann halt reden müssen. Oh, wir können so Talente verteilen. Ja. Genau, ich muss jetzt mal gucken. Genau. Ach. Stimmt, ich habe ja jetzt hier. Ich habe eine neue Klassenkraft, ich kann jetzt Tab drücken, ne? Ja. Ihr markiert euer Ziel, dabei wird die Schadensresistenz des herausgeforderten Gegners verringert und ihr erzeugt doppelte Bedrohung bei erfolgreichen Angriffen. Ich kann also so langsam anfangen zu tanken. Ja. Also ich habe hier einmal für 30 Sekunden Regenerationszeit. 86 bis 99 Schaden. Ihr schlüpft in den Wald und seid kurzzeitig nicht sichtbar. Dabei attackiert ihr automatisch, Moment, eure Gegner bei näher kommenden einmal. So, ich erkläre mal ganz kurz hier. Wir haben jetzt Level 10 erreicht, deswegen können wir unsere ersten Attributspunkte vergeben. Ich habe jetzt auf Konstitution geskillt, weil es mein Hauptattribut ist, wie man hier in Violett sieht. Und auf Stärke. Damit ich halt ein bisschen mehr Schaden mache und halt ein bisschen resistenter gegen Zeitschaden bin. Ja, ich bin jetzt am überlegen, ob ich halt Natur. Ey, was ist denn das? Ah, oh, David, hab ich schon. Kopfgeldjagd. Fünf. Also, ja, okay, können wir machen. So, ich muss hier gerade erstmal ein paar Sachen anziehen. Talente. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich Schießkunst verbessere oder Natur. Oder halt Kampf. Achso, neue Talente. So, was habe ich denn hier? So, was machen wir denn hier? Aktionspunkte beim Blocken von Angriffen. Wirksamkeit der Stärke. Maximale Trefferpunkte. Ja, ich habe maximale Trefferpunkte. Wahrscheinlichkeit auf kritischen Treffer. Und
plus 5, ja, okay, 1, 2, 3, 4, 5% zu sächsischen Kern. Ich mach kritischen Treffer. Achso, nehmen wir die PvP-Herrschaft an, ja, ne? Meister der Herrschaft kontrolliert den Zugang zur PvP später erst. Arena von Neverwinter. Ja, wir können die Quest ja trotzdem annehmen und ausblenden. Welche PvP-Herrschaft? Mit Stufe 10 kriegt man eine Quest PvP-Herrschaft. Eben dann. Ne, ganz normal unten, wenn du U drückst. So, dann leg ich diese Beinschienen an. Ja, wo hast du? Wenn ich, dann lege ich mal. So, was haben wir denn da in der Kiste? Gebundene, schwächere Schriftrollen. Teleport-Schriftrolle nach Protectus Enclave. Ich glaube, ich nehme aber das mit mehr Kraft. Ja. Als Schienbein. Und ich habe eine neue Rüstung. Ja, ich nehme die noch nicht an. Neue Aufgabe mit Herrschaft. Der Gürtel bringt mehr Robustheit. Ich habe aber Kraft und Robustheit insofern, dass ich den angelegt. So. Das andere. Ach, hier kann man dann halt die täglichen Quests abholen. Erholung brauche ich ja nicht. Ich habe ja jemanden dabei. Und die Foundries sind halt von anderen Spielern gemacht, aber kommen wir viel später zu. Ich muss mal hier eben verkaufen dann, ne? Ja. Ach so, ja, genau. Die Rüstung, die ich nicht mehr brauche, die kann ich hier verkaufen. So, genau, den kann ich anziehen. Das kann ich anziehen. Ich habe jetzt Rüstungsklasse 24. Ja. Und meine ersten Schulterplättchen. Geil. Zumindest auf einer Seite. Schick. Schick. Ja, schick. Okay, den kann ich erst ab 12. Guck dir mal Saschas Rüstung an. Was zur Hölle ist mit der passiert? Wieso ist die blau? Soll ich denn zu meiner Rüstung sagen? Ja, du hast sowieso keine Rüstung. wo war der Händler? Der Händler hier, kannst du mit dem Kopfgeldverwalter handeln. Ah, okay. Dann. So, dann blende ich jetzt hier eben die Herrschaft aus. Die Neverwinter-Wache braucht Unterstützung. Ich habe aber 3 von 5 Insignien schon, insofern ist mir das egal. Ja. Okay. Ja, komm, dann lass uns mal weitergehen. Verlorene Nachricht. Und ich muss auch Barrikaden heil machen. Ja. Das müsst ihr, glaube ich, nicht. Also ja, und hier sieht man jetzt, dass ich halt im Nahkampf bin. So sieht das dann aus. Ich muss so wechsle ich dann. Wie das aussieht, wenn ich das mache. Gegner markieren halt, ne? Ja. Ich habe jetzt einen Laserstrahl. Mal gucken, wie viel Schaden ich im Nahkampf mache. Oh! Oh lol. Und die haben natürlich auch andere Fähigkeiten, wie ich gerade sehe. Hier ist die verlorene Nachricht. Hab sie. Okay. Weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich habe die Quest abgeschlossen. Ja. Abgeschlossen. So, wollen wir mal einen Ogre töten gehen? Also ich bin dann eigentlich Waldläufer mit Warte, ich mach Trickserschurken. Mit Trickserschurken, genau. So sind nicht so stark. Gewölbepaket beschädigt, hä? Ja, ich mach die Tür schon auf. Oh, hallo, wie geht's denn so? Autsch, das tat weh. So, ich habe ihn markiert, den Ogre. Gut. Das erzeugt halt höhere Bedrohungen, wenn ich den Ogre markiere. Ne? Hier ist eine Kiste und ich habe was für einen Glaubenskleriker rausgeholt. Ja. Leute, kommt ihr zu der Kiste? Moment eben. Ich muss eben mein Naturpaket. David, ich muss eben mit dir handeln. Jo. Ach komm, ich nehme die PvP an, ey. Weil du unten stirbt mich. So. Ja, ich doch schon. Da. Ah, okay. Genau. Könnt ihr nicht aufmachen? Ja.
So, ich muss noch. So, dann gehen wir mal eben die Quest ab, ne? Ne, ich muss noch Barrikaden. Au. Hä? Ich hab doch gerade auf. Hä? Das war jetzt ein bisschen kurios. Übrigens, das ist noch ein Naturpaket, Sascha. Ja. Ich muss hier irgendwo eine Quest annehmen. Von Gerard Kineswand. Aber jetzt muss ich hier dann noch eine Barrikade heil machen. So, verlorene Nachricht aus dem Dings auch erledigt. Was? Wow, wow, hallo, was geht denn bei euch? Ah, lol, wenn ich den markiere, dann wird er auch aggro auf mich. Okay. So, wir müssen Leuchtkäfer sammeln, kommt ihr mit? Leuchtkäfer? Ja, die Quest müssen wir zumindest annehmen. Ja, das ist dann nur was für den Waldläufer. Nö, Leuchtkäfer sammeln ist für alle. Ehrlich? Ja. Ja, warte eben. Mal hier hoch. Mit dem Typen. Sie werden euch hören. Meine Herrin hat mich hergeschickt, um ihre verlorenen Studienexemplare zu suchen. Weil ich habe schreckliche Angst, den Orks zum Opfer zu fallen. Ach, hier. Hier bin ich sicher. Aber ich traue mir, Feuerkäfer. Nicht, zu gehen. Ihr könntet nicht. Hör auf zu reden. Okay. Alles klar. Da ist schon der erste Käfer. Habt ihr den auch gekriegt? Ja. Ja. Nee. Habe ich zwei. Ja, irgendwie haben wir keine Käfer. Ich schick's gerade nicht. Da musste jeder einzeln sammeln. Ja, jetzt habe ich auch einen. Ja, da ist der nächste. Ja, Sascha, geier den halt weg. Ja. Weil ich kann, Leute, ich kann's einfach. Bams von oben. Dafür geier ich mir die Kiste. Na geier du mal. Dafür krieg ich den Gürtel. Nee, doch nicht. Und da ist noch was für David? Nee. Das habe ich mich schon mal gefragt, wie man da hochkommen soll. Dann habe ich überlegt, du musst da hier auf diese Kiste drauf. Was? Dann hier irgendwie hier drauf, auf den Steg hier. Und dann kannst du da rüber. Nö. Doch, das geht. Guck. Hä? Musst du halt nur ganz vorsichtig sein. Wie hast du dich eingesammelt hier, David? David. Ja, was denn? Ja, ich hab's eingesammelt. Das Religionspaket? Hier? Ja. Ich kann das nämlich auch noch so holen. Oh, Gegner. Hast du sie? Das ist aber immer noch an, das heißt, es gibt's immer noch. Ich hab's aber genommen. Leute, ich hab hier Gegner. Ja, wir sind doch schon auf dem Weg. Was meinst du, warum wir hierher gekommen sind? Ja, jetzt seht ihr mal so eine Schlacht im Nahen. So sieht's aus, wie wir uns das Blut über die Hände begießen lassen.
Das ist natürlich eine dumme Sammelquest, aber sowas gibt's halt auch immer wieder. Und uns werden hier gerade die ganzen Leuchtkäfer weggegeiert. Ja, außer wir wechseln in eine andere Instanz, ne? Weil weniger Spieler drauf sind. Also nimm du dir mit. Oh, möchte ich haben. Das ist auch noch. Wie viel brauchst du noch, Björn? Ich brauch noch zwei. Noch ein. Hab alle. Okay. Dave, wie viel brauchst du noch? Oh, nur drei. Auch vier. Dann gehen wir wieder für euch eben sammeln, oder? Ja, hier habe ich eine. Okay. Leute? Ja. Ja, Moment. Danke, dass ihr so nett auf euren Tank achtet. Oh, ihr habt Gegner mitgebracht. Die sind gerade gespawnt. Also gepult hat uns nichts. So. Einer fehlt mir nicht. Einer fehlt mir noch. Ja, hier oben. Na, hier oben ist keiner. Doch. Es war einer. Ich hab's erledigt. Okay, mir fehlen noch zwei Stück. Ah. So, eine noch. Okay. Hast du sie alle? Ja, jetzt habe ich alle. So, jetzt müssen wir, glaube ich, zu der dann würde ich auch sagen, dass wir jetzt die, hier Aufnahmestopp machen, weil wir sind schon bei 28 Minuten. Wir gehen noch eben in das Lager da hinten, würde ich sagen. Ja. Also in den nächsten Lagerpunkt, wo wir eh hin müssen wegen der Quests. Und da machen wir dann den Aufnahmestopp. Richtig. Hallo. Ihr habt uns überhaupt nicht gesehen. Nein. Doch, jetzt aber. Dich haben sie gesehen, du Vogel. Nein, denn die haben auf Dev angegriffen. Ich spiele die ganze Zeit Baseball mit den Typen. Alter, okay, dann würde ich sagen, dann stellen wir uns hier hin. Hä? Da vorne ist doch schon das Lager, wo wir rein müssen. So. Hier dieser Ort, der kleine. Der kleine Dörfchen. Das Ruinendörfchen hier. So, ich stelle mich jetzt hier noch ans Lagerfeuer. So. So, und damit würde ich dann behaupten. Tschüssikowski mit Füßen. Tschüss. Bye. David. Tschüss.